Der Herbstwaldlauf des SC Tegeler Forst hat den Norden Berlins auch in diesem Jahr pünktlich zum ersten Advent bewegt. Und das zum mittlerweile 65. Mal. Mit fast 700 Läufern von jung bis alt konnte dieses Mal auch fast ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt werden. Und hoffen, dass heute alle viel Spaß bei dieser Veranstaltung haben und den ersten Advent so einleiten, damit man heute Nachmittag ohne schlechtes Gewissen zum Kuchen und zur Stolle greifen kann. Wie immer gab es auch dieses Mal verschiedene Läufe für jede Altersklasse mit Streckenlängen von 1,9 bis 11 Kilometer. Den Anfang machten um 9.30 Uhr die Walker und Geher. Unter ihnen war auch Francesco Marco Tomasino, amtierender Berlin-Brandenburgischer Meister im Gehen. Die 11 Kilometer lange Strecke durch den Tegeler Forst absolvierte er auch erwartungsgemäß als Erster in gerade einmal einer Stunde und drei Minuten. Super, jetzt kommen. Ja, also es ist ein super familiärer Lauf hier. Man sieht es ja auch, viele Familien, viele Kinder. Ein super Berglauf auch als Training und ja, wie gesagt, und ich mache das zum Beispiel auch symbolisch für Gunni, weil das ja der Gunni-Sachs-Gedenklauf ist. In der Altersklasse U8 bis U12 musste eine kleinere, 1,9 Kilometer lange Strecke gelaufen werden. Zum Ende hin wurde es ein echter Zweikampf zwischen Adrian Primus vom SCC Berlin und Nelio Schwarz von der LG Nord. Ferse an Ferse ging es auf die Zielgerade, zum Schluss hatte Adrian Primus die Nase dann aber doch knapp vorne. Seine Taktik für den Lauf ist definitiv aufgegangen. Also als erstes bin ich so ganz langsam gelaufen, so die halbe Strecke. Dann habe ich noch die andere halbe, bin ich noch ganz schnell gelaufen, so mein Tempo halt. Auch im großen Hauptlauf um 10 Uhr waren echte Profis mit von der Partie. Johannes Motschmann, EM-Teilnehmer 2018, hatte die 11 Kilometer nach bereits 35 Minuten und 38 Sekunden gemeistert. Für ihn war der Lauf eine Top-Vorbereitung, denn nächste Woche geht es für ihn nach Lissabon, um Deutschland bei der Cross-EM 2019 zu vertreten. Ja, sehr anspruchsvolle Strecke, hat auch Spaß gemacht, war auf jeden Fall ein guter Trainingseffekt und ich bin gern nächstes Jahr wieder dabei. Mit dem Herbstwaldlauf findet das Laufjahr 2019 nun erstmal ein Ende. Lange warten müssen die Sportbegeisterten aber nicht. Im nächsten Jahr hat der SC Tegeler Forst natürlich auch wieder einige sportliche Events geplant. Und noch viel wichtiger, die LG Nord feiert 2020 ihr 50-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, was sicherlich auch auf sportliche Art zelebriert werden wird.